Hallo, ich habe die anderen weggezaubert. Schön, ne? So, wer ist denn alles noch da? Schreibt doch mal eine Nachricht im Chat, wenn ihr noch zuguckt. Und was denkt ihr denn, was noch passiert? Also ich finde das Ganze ja sehr mysteriös, muss ich sagen. Ich weiß ja auch nicht wirklich, was hier passiert, aber kann ja mal euch eine kleine Info geben, die die anderen nicht wissen. Vorher eine Nachricht vom Spielleiter bekommen, dass ich einen Brief erhalten habe vor der Reise. In der steht, dass ich auf eine Reise gehe, auf der einige Dinge ungewöhnlich erscheinen und dass ich die anderen unbedingt am Leben halten soll und dass ich mich vor Rot hüten soll. Das sind die Informationen, die ich bekommen habe. Und so handle ich auch. Und falls sich jemand gefragt hat, was da los ist. Rolf, Ja, also, hallo. ich war noch nie auf so einem großen Schiff. Ja, ich auch nicht. Also doch, schon. Ich habe ja mal einen Kreuzfahrtsänger gemanagt, muss ich sagen, der auf Kreuzfahrtschiffen gesungen hat. Und da musste ich natürlich auch ein paar Mal mitfahren. Deswegen kenne ich mich mit Kreuzfahrtschiffen ein bisschen aus. Naja, dann bringen wir uns doch mal auf die Brücke zum Captain. Was ist denn das für ein Schiff? Also ist es groß oder klein oder? Wenn ihr ein bisschen anfangt weiterzugehen, dann wirkt das auf den ersten Blick ein bisschen wie so ein großes Frachterschiff. Also ich glaube, es ist ein Frachter. Wo sind wir denn rausgekommen? Sind wir aus einer Kabine gekommen oder Ihr seid, wie ihr es vermutet würdet, aus einer Kabine rausgekommen und befindet euch jetzt, wie gesagt, an der Seite Steuerbord des Schiffes. Und ja, seid da ein bisschen an der Reling längs, seht dann irgendwann eben die ganzen Container, die da aufgeschichtet stehen, habt aber bisher auch noch keine Menschenseele irgendwie getroffen. mysteriös. Ja, ich Leute, meine, da müssen wir was suchen ich jetzt. versuche nochmal bei Frau Steinheimer anzurufen und zu schauen, was sie uns jetzt erzählt. Na gut, Blieb, ja. blub, blieb, blub, blieb, blub. Es tutet ein bisschen und dann, ja, Herr Black, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Frau Steinheimer, ich brauche einmal ganz kurz den Statusbericht für den heutigen Tag. Was möchten Sie wissen? Welches Datum wir haben und welche Uhrzeit. Wir haben heute Dienstag, den 21. September und es ist 14:23 Uhr. Immer noch. Meinen Sie Ja. nicht, die Zeit sollte langsam mal vergangen sein? Frag sie, ob du sie heute schon angerufen hast. Haben wir heute schon telefoniert, Frau Steinheimer? Heute hatten Sie hier noch nicht im Unternehmen angerufen. Das ist seltsam. Das ist äußerst seltsam, Frau Steinheimer, weil ich habe nämlich schon mit Ihnen gesprochen, mehrfach. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass Sie meinen Flug für heute Abend stornieren sollen. Aber Sie wollen doch die Und Investoren treffen. von Uri und Rolf auch, bitte. Und, ja, ich würde die Investoren wirklich sehr gern treffen. Das Problem ist nur, ich bin auf einem riesigen, ja, Schiff. Ein Aber Containerschiff, wie es scheint. wollten doch heute von Ihrem Loft zum Flieger starten. Ja, manchmal spielt einem das Leben die abenteuerlichsten Streiche, nicht wahr? Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielleicht könnten Sie ja mal. Rufen Sie mich mal bitte auf meinem Handy zurück. Das hatte ich Sie nämlich eben auch schon drum gebeten und Sie haben es einfach nicht gemacht. Okay? Okay. Gut gemacht. Wiederhören. Du hast inzwischen auch nur noch irgendwie 15%. Ah! Okay. Was machen Ja, wir ich denn würde mal jetzt? sagen, lass uns mal gucken, ob wir hier jemanden auf dem Schiff finden. Ich kann mir mittlerweile gar nichts mehr erklären. Lass uns versuchen, mit Menschen zu sprechen. Aber Nein, lass wir uns vorsichtig schlafen. sein. Keine Frauen mit roten Kleidern. Die sind gefährlich und ich fasse mir die Schulter. Ja, ich würde fast sogar so weit sagen, dass wir mit jedem vorsichtig sind, den wir sehen. Mit jedem? Wie kommst du denn darauf? Und ich schaue ihn verwirrt an. Naja, uns hat irgendeine fremde Frau angegriffen, da weiß ich nicht, wen wir noch trauen können hier, Komm, wir gehen zum ehrlicherweise. Kapitän. Los geht's. Ja, Kapitän kann man vertrauen. Ja. Gut, wir gehen Richtung Brücke.
ihr versucht nach bestem Gewissen, Wissen und Gewissen die Brücke zu finden. Kommt dann irgendwann auch, geht ein paar Treppen hoch und habt euch einigermaßen orientiert. Seht allerdings, als ihr um die Ecke geht, vor der Brücke zwei große, kräftige Gestalten stehen in roter Uniform, die ein Sturmgewehr in der Hand halten. Halt die anderen zurück. Leute, das sieht nicht gut aus. Wenn du jetzt nicht sofort sagst, was du mit der Farbe Rot für ein Problem hast, dann lass ich dich von Uri vom Bord werfen. Dann zauber ich dich ins Wasser, mein lieber Rolf. Ich habe kein Problem mit der Farbe Rot. Wieso sollte ich da ein Problem haben? Na, dann kannst du da jetzt ja mal hingehen und denen unsere Situation erklären. Nein, die haben Waffen, Ich habe keine gute Erfahrung mit Waffen gemacht in den letzten 24 Stunden. Wir sollten uns lieber fernhalten. Aber die haben uns ja anscheinend auch auf dieses Boot gebracht. Und wir konnten raus. Wir waren nicht eingesperrt. Wir müssen sie weglocken, um mit dem Kapitän sprechen zu können. Eine gute Idee. Ich habe eine Kaninchenpuppe. Vielleicht kann uns das helfen. Ja. Die ist ferngesteuert. Genau, lass die mal irgendwo da hinter den Containern erscheinen. Dann laufen sie dahin und wir können zum Kapitän. Toll. Ihr geht nach hier, ich gehe nach da und dann machen wir das. Alle in Position. Okay. Sehr gut. Und ich halte die Kaninchenpuppe hinter dem Container hervor und ich mache Kaninchengeräusche. Die gehen so. Hast quick, du quick! Quick! Ja, Schauspielern. Ja, dann. Ich schauspiele tatsächlich ein Kaninchen. Da habe ich 30, aber mit Bonus habe ich 50. Junge, Junge, und ich würfel eine. Ah, scheiße. 81. Ein klägliches Kaninchen. Deine Geisteswitzpunkte, ne? Ah ja, den baller ich mal rein jetzt. Das ist jetzt soweit. Ah komm, das ist wichtig. Ja, ich habe jetzt nur noch einen Geistesblitzpunkt. Und ich mache nochmal neu. 24, das ist erfolgreich gewesen. Yes! Und ich mache so, kikiri, kikiri, kikiri. Entschuldigung. Quick, 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 Kaninchen, Kaninchen. Ihr seht sofort, ihr seid ja auf der anderen Seite quasi. Ihr seht, wie die beiden das Sturmgewehr sofort in Anschlag halten, beginnt zu schießen und darauf sich zu bewegen. Oh, ein Kaninchen? Ich halte das nur noch so fest, dass meine Hand auf jeden Fall in Sicherheit ist. Aber ich sehe so vor meinen Augen, wie meine Kaninchenpuppe zerflattert wird. So, oh Gott, bam, bam, bam. What the shit ist mit denen los? Schnell, 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 oder? Laufen wir? Ja, ne? Ja. Okay, laufen zur Tür. Ja. Ihr lauft zur Tür, steht vor der Tür. Aufmachen. Macht die Tür auf, geht rein und steht quasi auf der Brücke. Was sehen wir? Ihr seht wieder mal, wie so oft heute, einfach viele Armaturen und Knöpfe, aber keinerlei Person in diesem Cockpit irgendwie. Kein Kapitän, kein Steuermann. Gar nichts. Hier ist keiner, Leute. Mach mal eine Durchsage, dass der Kapitän auf der Brücke gebraucht wird. Meinst du wirklich, wir wollen diese Maschinenpistolen-Menschen auf uns aufmerksam machen? Ich glaube, ich weiß, wie wir diesen Zirkel unterbrechen können. Wir müssen sterben. Was? Ja. Das klingt aber nicht nach einer guten Idee. Wir sind dem Tod von der Schippe gesprungen im Flugzeug, aber der Tod holt sich das, was er will. Sin the Fox 13, danke fürs Folgen. Sin the Fox unterstützt deinen Vorschlag. Dann würde ich das auch gut finden. Also ich krieg das ja nicht mit. Ich würde das Kind nicht mehr fallen lassen und ich würde mich auch langsam aus dem Staub machen, natürlich, parallel. Aber Rolf, wir sollten das mal an Uri erst einmal austesten, ob das auch klappt. Ich glaube, er ist ja schon am verwundesten. Uns zu töten ist nicht gut. Also da muss ich ein Machtwort sprechen. Ich mach warum? Da nicht mit. Naja, ich will nicht sterben. Einfach rum und kommt dann auch bei euch an. Hey Leute, was besprecht ihr gerade? Nichts. Es ist entschieden. Ich hatte gerade die Idee, irgendwie sind wir hier in so einem Circle gefangen. Vielleicht müssen wir, um uns aus dem Circle zu befreien, uns einfach töten. Aha. Gar nicht so blöd klingt die Idee, richtig, Uri. Wie wäre es, wenn du es mal ausprobierst? Auf drei. Richtig, gerne. Mit eins, dir? Zwei. Ja, ich mach mit. Und drei. Nein. Und ich schieße so, aber es ist nur so ein Strauß Blumen. Fingerfertigkeit. Ah ja. Da würfel ich mal drauf.
Ich habe eine 14. Guck mal. Auf eine 70. Ja, diesmal gelingt es ihm. Ihr habt den Trick schon mal gesehen, nur jetzt klappt er tatsächlich. Er schießt sich quasi diese Strauß Blumen in die Hand. Ich halte ihn Fernando unter die Nase. Hier. Ich habe ja fahren und ich möchte versuchen, Kurs auf München zu nehmen mit dem Schiff. Würfel mal auf fahren. 88. Ah, aber ich habe 2 Geistesblitze. Okay, ich setze einen Geistesblitz ein. Oh, der brennt. Ich muss den nochmal würfeln. Warum liegt hier auch mein Stift drin? Eine 1. Wie? Also kommt nur eine 1? Ja, ich habe 2 Nullen und eine 1. Also eine 1. Heftig. Sehr gut, dann ist das sogar ein kritischer Erfolg. Das heißt, du kriegst es tatsächlich hin, irgendwie, du weißt, du bist fast schon wie in Trance, wächst dann an, irgendwie an den ganzen Armaturen rumzufummeln. Hast noch nie vor allem ein Schiff dieser Größe gesteuert, aber ihr seht dann auch, wie er relativ kompetent plötzlich alles irgendwie, das sieht gekonnt aus einfach. Ich kicke Rolf an. Bestimmt, weil ich ihn gerade mit den Blumen motiviert habe. Ich bin ein bisschen stolz. In Restaurant-Meeting, ich komme. Ich verriegel noch mal die Tür lieber, dass wir sicher sind vor den roten Irren. Wie lange brauchen wir denn jetzt nach München, nach deinen Berechnungen, Fernando? Keine Ahnung. Habe ich eine Ahnung, wie lange wir brauchen? Gib mal eine Sekunde. Eine Sekunde ist aber ein schnelles Schiff. Ja. Gebt mir eine Sekunde. Schon sind wir da. Da seid ihr dann jetzt ungefähr schätzungsweise 7 Tage unterwegs. Was? Okay. Ja gut, klingt realistisch, aber... Aber Chatty sagt nur 3 Minuten. Das finde ich angenehmer. Okay. 7 Tage. Wir sind in 7 Tagen da und wir dürfen nicht schlafen, weil dann sind wir wieder woanders plötzlich. Eine gute Idee, also ein guter Hinweis. Ja. Wie viel Kohle haben wir noch? Und ich schaue Rolf an. Kohle? Der Cola hält doch wach. Also wir sind... Ach, Cola. Ach so. Ich gucke in meinen Aktenkoffer und sehe, dass da noch... Du hast da 2 silberne und 1 rote Dose Cola. Vielleicht können wir abwechselnd wach bleiben, dass immer einer aufpasst, dass die anderen nicht wegteleportiert werden oder was auch immer passiert. Ich würde auch, noch mal gucken, vielleicht gibt es da ja zufällig auch eine Kaffeemaschine auf der Brücke oder so, wo man sich koffeinhaltige Getränke brauen kann. Ja, dann einmal Wahrnehmung wieder. 35 bei 40. Du wanderst wieder ein bisschen die Brücke ab und findest dann tatsächlich auch in der Ecke eine gerade schön laufende Kaffeemaschine, frisch durchbrüht. Warte mal, hast du gerade gesagt, wir können mit dem Schiff nach München fahren? Das ist aber spannend, wie wir das hinbekommen. Aber okay, Fernando, du bist der Boss. Na, ich habe Kurs auf München genommen. Das ist ja was anderes, als nach München damit fahren. Okay. Leute, jetzt kriegt jeder erstmal eine schöne Tasse heißen Kaffee. Ja, sehr gut. Ich reiche jedem eine Tasse frisch gebrühten Kaffee, damit wir nicht einschlafen. Das war auch an der Zeit. Fahren nach München. Los geht's. Ich kann es auch mit anderen Zaubertricks wach halten. So, 7 Tage wach. Nach dem Horn dauert es aber auch nicht lange, dass es plötzlich anfängt, an der Tür zu scheppern. Zum Glück habe ich die abgeschlossen. Ja. Sieht man was? Ist jetzt? Da ein Glas? Da ist tatsächlich auch ein Bullauge dran, ja. Eure Maschinengewehre kommen nicht durch das Metall, sage ich, und guckt durchs Guckloch. Sehe ich was? Du siehst die beiden Wachen, wie sie quasi versuchen, sich mit der Schulter gegen die Tür zu werfen. Ja, ihr habt meinen Hasen ermordet, mein Kaninchen. Ihr kommt hier nicht rein. Ich sag dir, Rolf, Fernando, die beiden Irren sind da draußen. Zum Glück kommen die nicht rein. Sobald du aber auch am Bullauge erscheinst, blicken sie dich sofort an, treten zurück und halten wieder die Maschinengewehre entsprechend an die... Ja, ich würde vorsichtshalber meinen Kopf aus der Schusslinie bringen. Achtung, Rolf, gleich könnte es Splitter geben.
Sag mal, Leute, findet ihr eigentlich, dass es hier aussieht wie ein normales Containerschiff oder ist hier irgendwas komisch? Außer, dass Leute auf uns schießen wollen und es keinen Kapitän gibt, meine ich jetzt. Mir ist nichts Besonderes aufgefallen, muss ich sagen. Aber es ist wirklich eigenartig, dass hier niemand ist. Mir auch nicht, aber mir würde es auch nicht auffallen, wenn es so wäre. Ich bin sehr unaufmerksam. Ich mach mal na, auf. 33. Ich habe mich mit 33 genau umgeguckt und ich bräuchte 35. Das heißt, falls mir was auffallen könnte, wäre jetzt der Zeitpunkt. Du blickst dich auch auf, also auch keinerlei Erfahrung damit, blickst dich dann auf dieser Brücke um, siehst, das sieht für dich völlig normal nach einer Schiffsbrücke aus, besonders was diese Größe angeht, blickst ein bisschen aus den Fenstern, siehst halt die Container, guckst dann aber ein bisschen genauer und siehst, dass es aber teilweise auch ein bisschen aussieht wie ein Kreuzfahrtschiff. Du siehst dann halt teilweise vor den Containern, siehst du dann plötzlich einen großen Pool aufgebaut irgendwie. Freunde, ich weiß nicht, wie gut die Crew von Containerschiffen bezahlt wird, aber ob die sich auch einen Whirlpool leisten können. Da vorne ist nämlich einer. Weiß ich nicht, es scheint mir ungewöhnlich zu sein. Waren da auch welche? Nee. Oder? Sollte mich wundern. Nee, da ist niemand. Das ist einfach nur, sieht aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Also irgendwas ist hier komisch. Ich dachte Containerschiff. Ja, es ist ein bisschen von beiden. Es ist fast so, als wäre man in einem Traum drinne und würde in seinem Traum verschiedene Schiffe zusammen merchen. Aber das kann ja nicht sein. Oder? Das erinnert mich an unser Erlebnis gestern mit dem Hotel, wo auch es schien anders zu sein, als es war. Okay, also vielleicht müssen wir gar nicht wach bleiben, sondern wir müssen aufwachen. Aha! Ich nehme noch einen großen Schluck Kaffee. Das gefällt mir sehr gut, der Gedanke. Ich stelle meinen Wecker auf in 5 Minuten an meinem Handy. Interessante Idee. Ja. Da fällt mir auch nichts so ein. Ja, ich würde mich ganz nah an den Wecker begeben mit meinem Ohr. Mal gucken, was passiert. Und dann rufe ich nochmal, ich habe wahrscheinlich jetzt so, mein Akku ist wahrscheinlich kurz vorm Absterben. Ja. Aber ich würde gerne noch einmal bei Frau Steinheimer anrufen, warum die mich denn nicht zurückruft. Ja, schönen guten Tag, Herr Black. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, Frau Steinheimer, Sie wollten mich doch auf meinem Handy anrufen. Wir haben heute noch gar nicht gesprochen. Oh Gott, haben Sie mir nicht schon wieder damit? Wie spät ist es? Es ist jetzt 14 Uhr und kommt nichts mehr durch. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Entweder sind alle verrückt geworden. Handy ist jetzt nicht alle, denn wir wollten den Wecker gleich hören. Oder wir sind verrückt geworden. Na, wir drei sind ja normal. Ich würde sagen, die Umgebung ist nicht mehr normal. Ich glaube, wir hängen in irgendeiner Art Schleife fest. Traumschleife. Ich sag euch, wir müssen sterben oder wir müssen nach München zu meinem Investoren-Meeting. Weil das schlimmer ist als sterben. Ja. Vielleicht. Okay, wie könnten wir das durchbrechen? A, entweder wir sterben. B, wir müssen uns irgendwie aufwecken, weil wir in irgendeiner Art Trance sind. Oder C, wir müssen das Ziel erfüllen, das wir ursprünglich hatten, als wir ins Flugzeug gestiegen sind. Ja, das Ziel, nach München zu kommen, meinst du? Das scheint mir sehr, sehr aufwendig zu sein. Naja, es sind nur noch 6 Tage und einige Stunden Fahrt, also. Ich würde versuchen, aufzuwachen. Das hier ist ein traumähnlicher Zustand. Wir müssen das durchbrechen. Aber okay. Wie? Vielleicht können wir einfach das Horn ein bisschen öfter noch bedienen. Fühlt ihr euch wach? Ich schaue mich um, versuche zu realisieren, ob sich irgendwas verändert hat. Nee. Nö, nicht mehr als vorher. Okay. Also ich bin sehr versucht. Was machen die draußen eigentlich gerade? Willst du gucken? Ja, ich guck mal. Du gehst raus, du siehst, wie sie da stehen mit den Pistolen oder den Maschinenpistolen im Anschlag. Und sobald du da erscheinst,
fängt der Erste an zu schießen und der Zweite schießt direkt mit. So, du hast jetzt die Möglichkeit, nochmal durch Handeln auszuweichen. Ja. Haltet ein! Wir kommen in Frieden! Sage ich überredend. Du kannst es gern versuchen. Okay. Ich glaube, das sind keine vernünftigen Gesprächspartner, lieber Fernando. 53? Ich hab's geschafft. Also 55 hätte ich. Hast das Problem allerdings, dass du versuchst, gegen eine Tür und Maschinengewehrfeuer anzusprechen. Und wirst tatsächlich auch, ich sag mal, hast noch ein bisschen Glück, wirst nur auch gestriffen, aber kriegst 14 Schadenspunkte. Ja, das geht ja. Sag ich so zu mir selbst. Da hatte ich schon schlimmere Schussfunden. Aufhören, stellen Sie das Feuer ein. Es ist etwas sehr Wichtiges passiert. Was machen die anderen beiden? Ich schaue mir das ganz interessiert an und bin unentschlossen, ob Sterben eine Möglichkeit ist, hier rauszukommen. Die fangen auf jeden Fall auch an, eine Ebene quasi komplett zu durchsieben. Womit fangen die an? Die fangen an, quasi einmal durch die Ebene durchzuschießen. Ich will den... Ich gehe auf die zu. Ich schmeiß mich zu Boden. Ja, ich gehe auch so in Deckung. Ich bin irgendwie überzeugt von meiner Sterben-Idee. Und ich gehe mal so auf die zu. Mit okay, ich guck dem sehr fasziniert und mir dessen bewusst, dass es gerade ein wichtiger Moment ist, so an, so wow, Sie, wie ein Slow-Mo. Halten Sie ein, ich habe wichtige Neuigkeiten. Batsch, ich sehe so, wie die Kugeln ihn durchstreifen. Bam, ach, bam. Hören Sie doch auf zu schießen, Mensch. Fernando, du bist so mutig. Du wirst jetzt auch inzwischen im Arm getroffen, du kriegst da nochmal 15 Schadenspunkte. Okay, gut. Und es sind auf jeden Fall es sind Schmerzen, die dir nicht gefallen. Okay, ja, ich genau. Jetzt, wo ich wirklich getroffen wurde, denke ich mir, scheiße. Und springe hinter so einen Container oder ich gucke, ob irgendwo was ist, wo ich mich kurz in Sicherheit bringen kann. Ich fand's so mutig von dir. Schmeiß dich auf den Boden, beziehungsweise irgendwie in Sicherheit und irgendwann hört auch das Feuer auf. Fühlt es sich an, als wärst du fast aufgewacht, Fernando? Weiß nicht, hat sich irgendwas geändert durch den Schmerz? Nein, du hast einfach nur Schmerzen und fühlst dich nicht gut. Rolf. Schlechte Idee, Leute, das tut ganz schön weh. Ja, das hatte ich ja auch vorhin. Rolf, wie sicher bist du dir, dass Sterben keine gute Idee ist? Generell ist das bis jetzt noch nie eine gute Idee gewesen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher. Fernando, Rolf scheint nicht viel zu wissen, aber er scheint sicher zu sein, Sterben ist nicht die Lösung. Wir müssen aber am Leben bleiben, Leute, das geht doch nicht. Aber die haben jetzt aufgehört zu schießen, aber sie sind ja noch da. Gut so, dass ihr das Feuer eingestellt habt. Jetzt können wir ja reden, oder? Ja, mal auf Oh Mann. Rolf, keine wenn du Reaktion. Weißt, was wir nicht tun sollten, was können wir denn dann tun? Gib uns doch mal einen Hinweis. Was kommt in deinen Kopf, Rolf? Ich weiß auch nicht, was wir tun sollten. Ich weiß nur, dass wir am Leben bleiben sollten. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht? Nee. Also bis zu unserem Tod in sehr, sehr vielen Jahren, wenn wir alt und grau sind. Aber wir sind hier in irgendeiner schlechten Situation gefangen. Wie können wir das durchbrechen? Das weiß ich auch nicht. Ich bin genauso so überrascht wie ihr über... Ja, es wirkt nicht so. Ja, es wirkt nicht so. Okay, ich bin ja gar nicht da. Oh ich geh schauen, ob die noch da sind. Ihr seid immer noch im selben Raum. Achso, ich dachte, ich bin... Okay. Nee, ihr seid alle noch auf der Brücke. Du bist ja quasi hinter der Tür gewesen. Okay. Ich guck noch mal durchs Bullauge durch, ob die noch da sind. Keiner da. Okay. Die Luft ist rein, Leute. Wir können raus. Okay. Ja, aber was ist denn jetzt unser Ziel? Ganz ehrlich, jeder meiner Zaubertricks hat immer ein Ziel. Ein Finale. Was ist unser Finale? Ich warte hier nicht 7 Tage drauf, bis ich verhungert in München ankomme. Ich kläre das jetzt und ich öffne die Tür und gehe raus. Okay. Ich guck durch die... Also, ich mach's mal im Kopf. Ja, ich komm mit. Fernando, ich stimme dir zu. Wir müssen was unternehmen. Ich geht auf den Gang raus und... Leerer Gang. Ist das jetzt, sehe ich noch ein Containerschiff oder sehe ich noch das
Kreuzfahrtschiff oder ist es immer noch so ein Mix oder hat sich irgendwas geändert? Also wenn ihr weitergeht, siehst du von deiner Warte aus, siehst du halt immer noch so ein bisschen die Mischung. Jetzt aktuell, wo ihr im Gang seid, erstmal nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen weitergeht, dann tatsächlich irgendwann habt ihr halt immer noch dieses fast schon abwechselnde. Mhm. Und was ist denn, wenn wir nochmal wieder einschlafen und schauen, wo wir landen? Regt uns das irgendwie weiter? Jetzt haben wir gerade Kaffee getrunken. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ja. Lass uns mal da zum Whirlpool gehen. Ich gehe mal da in okay. die Richtung. Ich stütze dich ein bisschen und versuche deine Wunden. Keine Ahnung. Ah, Whirlpool ist jetzt genau das Richtige. Der ist bestimmt gut mit Chlor, also dass du dann desinfiziert wirst. Ja. Komm, ich bring dich ins warme Wasser. Komisch, dass diese Leute, die dich gerade ermorden wollten, jetzt weg sind, aber. Ja. Naja. Ist ja halt so. Komm, Rolf. Findet dann tatsächlich euren Weg zum Whirlpool und am Whirlpool ist aber auch. Ist keiner da, es sind freie Liegen ohne Ende. Ah, oh, das Wasser ist doch gut. Ordnung aus. Okay, wir. Einmal probieren wir es noch mit Schlafen. Okay, gerade auch keine andere Möglichkeit. Fühlen wir uns müde? Es war ein langer Weg zum Whirlpool, ich bin ein bisschen müde geworden. Erschöpft, aber nicht unbedingt müde. Also, ein paar Minuten wird es dauern, aber ihr könntet irgendwann die Augen zumachen, ja. Okay, lasst es uns nochmal probieren, Leute. Ein letztes Mal. Na, schauen, wo wir landen. Gute Nacht. Schlaf gut, ich leg mich auf so eine schöne Liege. Gerade ist das Wetter eigentlich gut? Worden. Fernando blutet so aufs Deck. Gute Nacht. Naja, okay. Ich versuche natürlich vorher nicht ein bisschen zu verbinden. Wir haben ja nichts dafür da. Hm. Die Gürtelschnalle. Ich ziehe mir meinen Gürtel ab und wickel mir den Gürtel um meine Schulter und hoffe, dass die jetzt sich jetzt schön eng zusammenzieht. Das macht sie. Ja, bisschen unangenehm gut. Eng. Ja, das dachte ich mir. Aber nichtsdestotrotz. Okay. Na dann. Zeit zum Schlafen. Gute Nacht, Freunde. Ja, ihr... Irgendwann schlaft ihr dann tatsächlich auch ein und wacht auf und blickt um euch rum und befindet euch irgendwie scheinbar auf dem Dach eines Hochhauses. Um euch herum haufenweise Hochhäuser in eng gebauten Straßengassen. Hier ist wieder was Eigenartiges passiert. Welche Stadt ist das? Kann man das erkennen? Das sieht einfach nur aus wie Reihen von Hochhäusern. Mittlerweile ist es schon normal für uns, dass sowas passiert. Also, ein Muster hat sich ergeben. Uri, was hast du noch so für Tricks dabei, die wir noch nicht gesehen haben? Ah, riecht es nach Weißbier. Sehr guter Hinweis. Ich möchte meine Nase rausfahren und schauen, ob es nach Weißbier riecht. Wahrnehmung dann, oder? Ich habe keine Wahrnehmung, ich muss auf, weiß nicht, handeln oder wissen oder was wäre das? Das wäre dann Ich habe meins bei Wissen stehen. Ja, mal genau okay. Wissen. Macht schon ja gut, das wird nichts, weil ich habe da 11, aber mal schauen. 75. Du riechst gar nichts. Ich habe 35 bei Wahrnehmung, ich würde auch nochmal versuchen. Ja. Lass mich mal riechen. 46. Ich rieche nur mir. Schlaf und Smog. Das mürbt ganz schön am Selbstbewusstsein, sage ich mal. Ne? Diese Handy ist auch leer. Hätte ich mein eines Mal nicht weggeworfen. Das war nämlich noch voll aufgeladen. Wenn wir uns umschauen, was sehen wir denn? Wie gesagt, ihr befindet euch auf dem Dach eines Hochhauses. Und seht quasi um euch herum Reihen um Reihen von identischen Hochhäusern. Tiefe Straßenschluchten und sonst einfach nur diese Tower. Diese Umgebung ist surreal. Ich sage, dieser Ort existiert nicht in Wirklichkeit. Das ist ja alles nur Fata Morgana. Illusion. Ich bin Illusionist. Ich kenne mich aus. Das ist Wir müssen schlechte. Springen. Ja. Springt in die Tiefe und werdet erlöst frei. Von... Genau. Erlöst euch von diesem Fluch, der auf uns lastet, oder was auch immer es ist.
Ich versage euch, wenn wir springen, erwachen wir einfach in unserem Flugzeug, fliegen nach München und unser Leben kann weitergehen. Aber Fernando, du willst doch jetzt nicht in den Tod springen. Da, wo wir gefangen sind, das ist schlimmer als der Tod hier. Ganz ehrlich, Rolf, du gehst mir langsam ganz schön auf die Nerven. Du verhinderst alles, was wir vorhaben, und du hilfst nicht ein einziges Mal weiter. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ich hab euch komplett vor der roten Frau gerettet. Gerettet? Rolf, hast du vielleicht selber eine rote Unterhose an oder so? Zeig mal, du bist doch selber einer von den Bösen. Genau, du ziehst jetzt mal deine Hose aus. Los, ich würfel auf Überreden. Du hast einen roten Schlipper an, oder? Anführen. Rote Unterhemden oder rote Anführen. Kopfhörer. Hol meine Führungsqualitäten raus mit einer 16. Hab ich's geschafft. Du bist der Intruder. Was, dass ich meine Hose ausziehe? Oder? Ja, ich will gucken, ob du eine rote Unterhose an hast, du Verräter. Ist so. Ja, er hat dich überzeugt. Ja, er hat dich überzeugt, dass es... Du oder sagst, rote Socken. Du dann gewinnst, wenn du deine Hose jetzt runterziehst. Zeig uns deine Klamotten. Okay, ja, dann zieh ich meine Hose runter. Hier, da. Und? Wie, du trägst keine Unterhose? Nein, das sehe ich. Ich glaube, eine normale Unterhose, oder? Ganz, leichter ganz rötlicher normal. Schimmer? Nein. Ein bräunlicher ganz Schimmer. Ganz normaler weißer Schlippi. Ach, Mann. Rolf, was ist mit dir los, Rolf? Du bist nämlich geheuer. Manager-Unterwäsche. Ich bin nur an eurem Leben interessiert. Das ist doch kein Leben hier. Wir sind gefangen. In einem Fiebertraum. Gibt's eine Tür, wo man runtergehen kann? Vielleicht vom Dach? Nee? Das bringt doch nichts. Wir müssen irgendwie... Weiß ich auch nicht, das muss dadurch brechen. Ich möchte auch kombinieren würfeln, ob mir irgendetwas auffällt, was ich vielleicht ausmachen kann. Wir waren ja jetzt an mehreren unterschiedlichen verrückten Orten, ob es irgendeine Art von Konstante gibt, irgendein Muster, irgendetwas, was ich schließen kann. Kannst kombinieren, ja. Eins. Hä, krass. Heftigster Erfolg. Okay. Gewichtete Würfel. Also das Einzige, was dir durch die ganze Kombination auffällt, es sind an so vielen Orten, wo ihr wart, sind teilweise Menschen eben nicht gewesen, wo eigentlich hätten welche sein müssen. Das ist das, was dir auffällt. Dir fällt dann halt eben auf, dass ihr eben nach dem Einschlafen bis auf der Insel selber mehr oder weniger die Position nicht gewechselt habt. Aber wie gesagt, das Einschlafen, nach dem Einschlafen immer irgendwas anderes passiert ist, das fällt dir dann im Kontext auf. Mhm. So, und wie gesagt, dass die Situation, dass es halt zunehmend auch jetzt gerade, wo ihr dann eben auf diesem, da wo ihr euch befindet, sieht das halt irgendwie seltsam aus. Und wirkt halt nicht wie eine gebaute Stadt oder sowas. Was meinst du mit, wir haben unsere Position nicht verändert, unsere Körperposition, wie wir eingeschlafen sind? Nein, ihr seid ja eingeschlafen, das Flugzeug stürzt ab. Ihr seid eingeschlafen, ihr findet kurz danach das Hotel. Mhm. So, ihr seid eingeschlafen, wacht im Schiff auf, seid eingeschlafen, seid jetzt auf dem Haus. Rolf, womit verdienst du eigentlich so dein Geld? Ich bin Manager, habe ich doch schon gesagt. Zeig mir deine Unterlagen. Kein Wort. Zeig mir deine blöden Unterlagen. Zeig mir deine Verträge. Kerl mit den Verträgen. Ich reiß ihm den Koffer aus der Hand und reiß den auf. Und ich schmeiß so die Cola-Dosen zur Seite. Wo sind die Verträge? Ja, ich habe in meinem Koffer habe ich nur ein paar Verträge halt. Und einen Briefumschlag liegt da noch drin. Ja, den nehme ich mir. Haha, Fernando. Guck dir das hier an. Ich gehe zu Fernando, sodass Rolf uns nicht in die Karten gucken kann. Den habe ich gefunden. An wen ist der adressiert? Eine Frau in rotem Kleid? Maschinengewehrirre. Ist für den Vorstand des FC Bayern München adressiert. Die haben auch rote Trikots. Ich reiß es auf. Ah, ich verstehe. Oh, nicht schlecht. Und ich mach das auf. Und ich gucke, ob noch irgendwas da drin ist. Konfetti oder so.
Nö. Wenn ihr es aufmacht, findet dann halt entsprechend Vertragsunterlagen. Und beim kurzen Durchblicken, Fernando mit Verträgen jetzt nicht komplett fremd, auch Uri den einen oder anderen vielleicht unterschrieben. Das Einzige, was euch auffällt, dass da halt scheinbar ein sehr großer, wichtiger Transfer gerade über die Bühne laufen soll. Aber sonst keine spektakulären Informationen. Rolf, was willst du uns verheimlichen? Rolf, was willst du in München? Ich sage doch, dass ich Klienten habe und jetzt gib mir meine Unterlage zurück. Dieser Brief ist wichtig. Ich habe den Deal meines Lebens. Die andere Probleme und ich schmeiß den vom Tower runter. Das ist jetzt egal. Das hier ist nicht die Realität, Junge. Du hast gerade mein Lebenswerk weggeschmissen. Ich hätte mich zur Ruhe setzen können mit dem Geld, das ich durch diesen Vertrag mache. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir sind hättest du gefangen. Ein Tablet gehabt, ne, dann wäre der Vertrag in der Cloud und dann könntest du ihn jederzeit wieder abrufen. Tja, ich hab's von Anfang an gesagt, so schließt sich der Kreis. Das ist die Moral von der Geschichte, Leute. Jetzt habt ihr hier einen Link, um euch einen Cloud-Vertrag zu kaufen. Also, ich kann euch leider auch nicht mehr sagen, als ihr... Ich weiß auch nicht, ich bin genauso gefangen wie hier. Und lasst jetzt mal aufhören, auf mir rumzuhacken. Und wir hören auf dir rumzuhacken, wenn wir der Meinung sind, dass genug ist. Genau. Haben wir unsere Fallschirme eigentlich noch dabei? Fernando. Gut. Noch mal ganz genau auf diesen Hochhaus umgucken, ob ich irgendwas sehe, irgendwas Besonderes oder so, was uns helfen würde, den ich wahrnehme. Ich schaue Fernando an. Fernando, versuch mich aufzuwecken. Los, gib mir Ohrfeigen. Oder hab's nicht geschafft. Tritt mir auf die Füße und ich schaue ihn an. Das ist tatsächlich auf diesem Dach auch eigentlich wirklich gar nichts. Es ist einfach fast eine glatte Oberfläche mit einer Erhebung quasi, die nochmal auf so einen Helikopterlandeplatz geht. Aber ansonsten ist tatsächlich auch überraschenderweise keine Tür, die irgendwie nach ins Gebäude hineinführt. Auch keine Luke, kein gar nichts. Fernando, würdest du mich bitte schlagen? Die Gebäude sind rund 20 Meter voneinander entfernt. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme meinen Gürtel ab und lege ihn Uri um den Hals. So, jetzt schauen wir mal, was die Gürtelschnalle drauf hat. Das ist ganz schön dramatisch, also drastisch sozusagen. Ja, aber die ist ja künstliche Intelligenz. Die geht nicht weiter als nötig, weißt du? Da ist ein Pulsmesser mit eingebaut. Das ist die sicherste Art, wie wir das hier... Junge, ich weiß nicht, aufwachen oder nicht? Ich weiß nicht, ob Ersticken die beste Art ist, aufzuwachen. Es ist ja nicht so schreckhaft. Es ist ja eher slow. Ja, dann kann ich dir aber mit dem Gürtel quasi auf dich zu. Ja, genau. Vertraust du nicht der Technik von Black Enterprises? Ja, ich mache ein paar Schritte zurück. Bin mir unsicher geworden. Okay. Ich kann nicht schon wieder schlafen. Ich bin nicht schon wieder müde. Und nee, außerdem wird die Umgebung auch nicht unbedingt hilfreicher mit jedem Mal aufwachen. Vom Hotel sind wir jetzt plötzlich auf dem Dach, von dem wir nicht runterkommen. Das erinnert mich an diesen Film, den ich mal gesehen habe, Inception. Da wurde es mit jedem Mal schlafen auch noch abstrakter. Man ging immer weiter in die Träume rein. Vielleicht, wenn diese Umgebung nicht real ist, vielleicht können wir dann gar nicht runterfallen. Vielleicht gelten die physikalischen Gesetze hier nicht. Und das ich nehme den Koffer von Rolf und ich schleuder ihn runter. Gucken, was passiert. Er fällt und verschwindet in der Häuserschlucht. Jetzt hast du alle meine Verträge weggeschmissen. Und da waren unsere letzten Cola-Dosen drin. Sind unten Menschen? Nee, unten läuft auch keiner, ne? Unten läuft keiner längs, aber Rolf sieht quasi sein komplettes Lebenswerk die ganze Zeit überall runtergeschmissen. Tut mir leid, Rolf. Größer als der FC Bayern München. In dieses Flugzeug eingestiegen. Und wenn wir Xing Shang Chong machen, wie er hier vom Dach springt. Ich glaube, wenn der Koffer runterfliegt, warum solltest du dann nicht fliegen? Ich bin doch nur so ratlos. Und sonst war ich nie ratlos. Wie ist die Tageszeit so? Es ist relativ wolkenbehangen, aber immer noch sagen wir mitten am Tag. Am Tag. Würde ich eher sagen, es ist 14 Uhr.
Auf einen Mittwoch, auf einen Dienstag? Oder würde ich eher sagen, es ist schon Donnerstag? Also den Tag würdest du jetzt so nicht bestimmen können, aber es ist definitiv irgendwie so 17, 18 Uhr um den Dreh an einem, im Herbst quasi. Also für uns läuft die Zeit irgendwie weiter, aber für alle anderen läuft die Zeit nicht weiter. Die Uhr, die du gebaut hast, Uri, am Anfang des Abenteuers. Ja. Du musst sie weiterstellen. Kannst du noch eine machen? Okay, klar, kein Problem. Batsch! Ich habe die perfekte Uhr. Soll ich sie vor oder zurückstellen? Nachdem du Fingerfertigkeit gewürfelt hast oder Ballonkunde, was du da hattest. Ich habe Ballontiere kneten. Jetzt die Frage, ob eine Ballonuhr auch als Ballontier gilt. Das gute alte Urtier. Stimmt, urzeitliches Tier, so wie Urzeitkrebse. Okay, warte, ich habe. Urzeitkrebse, die Uhrzeit anzeigen. 22 gewürfelt und ich hätte eine 40 gebraucht. Okay, ich baue dir eine Smartwatch. Bitte sehr, Fernando. Was machen wir jetzt damit? Jetzt stellst du, auf welche Uhrzeit ist gestellt? Noch ist das bewegbar. Was willst du? Dreh mal nach vorne und schau mal und wir achten auf die Umgebung. Und ich stelle mich in die Mitte, halte diese hoch und drehe so langsam. Ihr seht keine großartige Veränderung, außer dass das Luftballon, die Uhr sich quasi... Also, wir haben bis jetzt probiert einzuschlafen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist wach bleiben. Mehr fällt mir da auch nicht ein. Eine Rolf, Idee hatte ich noch. Warte, Rolf, dich macht auf jeden Fall, wenn du siehst, dass er da plötzlich jetzt mit seinem Ballonding am Rumspielen ist, dich macht das auf jeden Fall schon auch ein bisschen wütend, nachdem er dein ganzes Zeug sich dagegen geschmissen hat. Ja, Uri. Das finde ich übrigens gar nicht gut, dass du hier meine ganzen Sachen runtergeschmissen hast. Ohne Grund beschuldigt ihr mich hier irgendwas zu machen. Wie ohne Grund? Es gibt ja wohl mehr als genug Gründe, Mann. Du wirst es von der roten Frau. Du bist als einziger nicht angeschossen. Wirklich? Gut, ja, Mann, ich doch nichts für, dass ihr euch in die Schussbahn von Kugeln werft. Ja, und du bist nicht angeschossen. Du wusstest, dass es gefährlich wird. Ja. Ich habe nie gesagt, dass irgendwas gefährlich wird. Ich wollte nur schnell, dass wir aufs Hotelzimmer kommen. Und da wolltest du schlafen. Also müssen wir schlafen. Und ich schaue ihn an. Schlafen? Fragezeichen. Nein, ich habe ja gerade gesagt, dass ich vielleicht mal wach bleiben wollen würde über Nacht und gucken, was dann passiert. Okay. Einer schläft, einer bleibt wach und einer stirbt. Erstmal versuchen wir, wach zu bleiben. Über die ganze Nacht hinweg? Immer abwechselnd. Jede Stunde... Also, ne, hält einer Wache und dann können die anderen schlafen und dann weckt er den einen auf und so weiter. Na gut, das können wir auch nochmal probieren. Hier kann man ja sowieso nicht viel anderes machen. Währenddessen hört Rolf immer dieses provozierende Quietschen dieses Scheißballons. Wait. So, jetzt gib mir mal das Teil her und ich will mir den Ballon greifen und zerplatzen. Sag mal, wir waren ja auch alleine im Warteraum und wir waren auch alleine im Flugzeug. Der Einzige, der eigentlich andere richtige Menschen gesehen hat, außer die im Hotel, war Rolf, der in die Holzklasse gegangen ist. Wir selbst haben noch gar keine anderen Menschen im Flugzeug gesehen, oder Uri? Junge. Ich hab seit... hingegangen. Ihr habt die... Das stimmt, aber wir haben sie auch nicht gesehen. Auch gesehen. Aber die ist auch verschwunden, als Rolf aufs Klo gegangen ist. Danach habe ich die nicht wieder gesehen. So, also irgendwas ist nicht richtig mit diesem nur, Rolf. Ich möchte jetzt auf jeden Fall den Ballon erstmal kaputt machen. Rolf ist auf Klo gegangen und dann der hat auch ging alles bergab. Was hast du auf Klo gemacht? Echt mal. Rolf geht zum, bewegt sich auf Uri zu, schnappt, versucht dir den Ballon aus der Hand zu schnappen. Ich werf den Ballon zu Fernando. Hier, Fernando. Rolf tickt nicht richtig. Dann mach doch mal alle auf Handeln. Ach nö, ich kann doch nicht handeln. Ich habe Athletik, darf ich da drauf würfeln? Ich habe einen Fehler gemacht, also ich habe nicht geschafft. Gucken wir mal erstmal, wie der Wurf von Uri läuft. Ich habe 31 gewürfelt, aber hätte 20 gebraucht. So, ich habe 67. Uri versucht also das Ding zu werfen, Rolf greift doof in die Luft. So, der Ballon kommt hinter ihm auf den Boden.
trauriges Schauspiel. Du hast natürlich, hättest jetzt auch gar nicht die Chance gehabt, den zu fangen, weil der einfach schlecht geworfen wurde. Rolf geht einen Schritt nach hinten, tritt auf diesen Ballon, platzt. Rolf oder der Ballon? Nee. Rolf platzt. Nein. In dem Moment, wo dieser Ballon platzt, ist ein viel zu lautes Knallen für diesen Luftballon, das ihr da hört. Ihr macht kurz die Augen zu, weil es einfach so ein lautes Knallen ist, was euch wirklich irgendwie erschreckt. So. Was habe ich da reingepustet? Ist das sonst nicht so laut? Macht die Augen wieder auf und merkt, dass ihr in eurem Erste-Klasse-Sitz sitzt. Auf eurem Schoß jeweils ein Briefumschlag. Ein rotes D mit einem roten Kreis. Schnörkelig draufgeschrieben. Und hört die Durchsage: Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Wir hoffen, dass Sie in München viel Spaß haben werden. Besuchen Sie das Oktoberfest. Und die Stewardess reicht euch entsprechend Formulare für die Einreise und Co. Ich stehe auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und schaue Rolf und Fernando an. Rolf, was hast du gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du hast uns hier rausgeholt mit deinem Luftballon-Trick. Ich möchte mir den Briefumschlag in die Tasche stecken. Was? Ich mach den auf natürlich, als ob ich mir den in die Tasche stecke. Macht die Umschläge auf, blickt rein, seht erstmal, was euch als erstes auffällt, ist, dass ihr da scheineweise Geld drin habt. Mehrere tausend Euros, die euch da entgegenschauen. Und nehmt eine Karte rauf und ihr habt da tatsächlich alle dasselbe, abgesehen von persönlichen Namen draufstehen. Vielen Dank, dass Sie an dem Pilotprojekt Dreams teilgenommen haben. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen noch weiterhin viel Spaß. Habe ich noch meine Verletzung? Du hast deine Verletzung nicht, aber dir tut der Arm tatsächlich irgendwie weh. Also du guckst viel dann Spaß auch, hatte ich nicht, muss ich sagen, wenn ich mir so die letzte Zeit passieren lasse. Habt ihr euch für irgendwas angemeldet? Was so? Nö, also. Also, nö. Also, nö, ich eigentlich nicht. Nö. Rolf, wie kann man nur so suspicious sein? Ich weiß schon nichts. Ich zeig das des Stewardess. Kommen Sie mal bitte her. Was ist das für ein Brief und warum habe ich den? Den Brief hatten wir vor Abflug erhalten von Personen, die sagten, wir sollten Ihnen den übergeben. Okay. Kurz vor der Landung. Und da wir das natürlich durch die Sicherheitsprüfung festgestellt haben, dass dort nichts Gefährliches ist, haben wir das dann entsprechend so gemacht. Haben Sie uns noch irgendwas anderes gegeben? Vielleicht halluzinative Mittel oder so? Ähnlich. Nein. Haben Sie uns... Sind Sie sich sicher? Ja. Ist D der Name dieser Fluggesellschaft hier? Das rote D? Nein, der Name dieser Fluggesellschaft ist L... Punkt, Punkt, Punkt. Kennen Sie dieses Logo? Wahrscheinlich nicht. Ach, muss wohl eins dieser neuen Startup-Unternehmen sein. Rolf und Fernando, das ist alles ganz schön suspekt. Wir wurden wahrscheinlich Opfer eines Experimentes. Ich fand, das war ein schönes Abenteuer. Wir haben die Flugzeit gut überstanden und hatten schöne, interessante Erlebnisse dabei und haben noch ein bisschen Geld bekommen. Was will man mehr? Ich hau dir gleich auf die Fresse. Ich verabschiede mich von den beiden und sage: Du gehst nirgends wohin. Tschüss. Geh aber sofort mal hinter Rolf hinterher, dem Schlitzohr. Ich gehe auch hinterher. Ihr verlasst gemeinsam das Flugzeug, befindet euch am Münchner Flughafen und an dieser Stelle sind wir auch durch das Abenteuer gekommen. Rolf ist nicht ohne, dass wir Rolf nochmal irgendwie zu fassen kriegen. Ich hab gar nichts gemacht. Möchtest das Abenteuer damit endet, wie ich Rolf zu Boden raufe mit meinem Athletik-Skill? Dann kannst du das nochmal probieren.
82, das war nix. Gut. Du springst quasi Huckepack auf Rolf. Und abspannen. Credits. Abgefahren, crazy. Uiuiui. Danke fürs Leiten, aber jetzt will ich bin so suspicious, was Rolf, dieser Frechdachs. Rolf ist nicht zu trauen. Nee, Mann. Also, in Teil 2 werden wir Rolf noch auf die Schliche kommen. Return of Rolf. Ja, ich habe damit nichts zu tun, Leute. Das habt ihr euch alles eingebildet. Ja, ja. In euren Traum. Ist Rolf überhaupt noch da gewesen, als wir das so plötzlich? Bist du auf seinen Rücken gesprungen? Ich glaube, also Rolf hat das Flugzeug zum Absturz gebracht. Sind wir etwa unfreiwillig Teil eines Experiments geworden? Wer weiß, wer weiß. Von dem Kelt kaufe ich mir erstmal neue Zaubershow. Requisiten. Sagt mal im Chat, was ist wohl passiert? Und wie hat Rolf uns in das Licht geführt? Was hatte es mit der Farbe Rot auf sich? Ja. Ist Rolf zu trauen? Genau. Können wir Rolf trauen? Doch nochmal irgendwie. Rolf war doch sehr vertrauenswürdig. Ins Kreuzverhör nehmen sollen. Ging so. Rolf war. Ihr habt mir die ganze Zeit Sachen unterstellt, ohne irgendwelche Gründe. Wir wurden ja nur angeschossen. Ja, da kann ich ja nichts für. Oder Rolf. Der hat damit nichts zu tun. Naja, okay. Na gut. Ja, danke für das Abenteuer. Das war auf jeden Fall wild. Ja, danke schön. Danke auf jeden Fall auch fürs Mitspielen, weil gerade bei solchen spontanen Dingen ist das halt immer sehr hilfreich, wenn die Leute sich auch ein bisschen selbst beschäftigen können. Ja, das war ja scheinbar kein Problem. Du redest auf jeden Fall immer ein paar Tricks auf Lager, wenn es darum geht, gute Laune zu verbreiten. Danke fürs Herbeizaubern eines spontanen Abenteuers. Es war hat sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch ziemlich das Gehirn verdreht, muss ich sagen. Ja. Ich war zwischenzeitlich auch echt verwirrt. Ich habe halt mehrere Ideen versucht irgendwie zu verwursten und auch so ein paar andere Konzepte, die dann noch, wo ich dachte, das kommt, warum, wenn nicht heute, wann dann? Gerade bei dem Regelwerk ist das ja, geht ja alles immer relativ easy. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, wie ihr das so findet. Wollte ich auch gerade sagen, also noch ein paar Worte zum Regelwerk. Ich finde das ziemlich cool. Also wir sind ja richtig schnell reingekommen. Wir haben Charaktererstellung vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so und dann direkt loslegen können. Also es ist wirklich, gefällt mir gut. Und auch easy, jeder Wurf mit den 2 Zehnern. Yes. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Lässt mit auch viel Freiheit. Bisschen Übungssache mit den Skills, die man wählt, ne? Ja, Damit kann man sich halt echt... Das macht halt, manchmal kann das ganz schön schwer machen irgendwie, wenn man da irgendwie einen Charakter sich zusammenstellt und Dinge hat, die ihnen vielleicht noch nicht so viel Sinn geben oder die Punktzahlen einfach auch zu niedrig gesetzt hat. Das sind so ein paar Stolpersteine quasi, die da durchaus auftreten können. Aber ansonsten sehr schön. Also für so One-Shots auf jeden Fall, ne? Kann man super schnell einfach reinkommen. Ja, das ist dann ja auch spontan immer sehr einfach machbar, auch mit Leuten, die vielleicht nicht so erfahren sind im Ganzen. Wenn man da dann entsprechend vielleicht ein bisschen was vorgibt, dann kann man den Leuten da, glaube ich, auch ganz gut helfen. Ja. Ja, immer schön, auch mal was Neues kennenzulernen. Und der Charakterbogen war schön, gut zu bedienen. Ja. Das kennt man von Savages nicht. So, Lars, was hast du für eine Info bekommen am Anfang? Das wollen wir jetzt einfach noch wissen hier. Also, ich habe einen Brief bekommen vor der Abreise oder vor ein paar Wochen. Und da stand drin, dass ich eine Reise antreten werde, die etwas ungewöhnlich erscheinen mag. Dass es vielleicht nicht alles im Rahmen der Realität sich abspielt und dass ich aber unbedingt meine Begleiter am Leben halten soll. Und wir wollten uns die ganze Zeit umbringen. keine Informationen preisgeben darf. Und ich kriege eine Belohnung am Ende. Und ich soll mich vor der Farbe Rot hüten. Aha. Ah, verstehe. Okay. Krass. Ja, da steckt irgendwie noch viel drin. Da könnte man noch was rausholen. Was ist dieses rote D? Die Dream Corporation. Kleiner Callback quasi zu unserem Spielleiter-Stammtisch, wo wir über das Thema gesprochen haben, dass man vielleicht einen dabei hat, der irgendwie ein bisschen mehr weiß oder
in dem Fall jetzt nicht gegen die Gruppe agiert, aber halt irgendwie Informationen hat, die die anderen nicht zu haben scheinen. So. Das kam mir dann nämlich auch. Und dann hatte Lars keine andere Chance mehr, als der Verdächtige plötzlich zu sein. Ich fand es sehr schön, wie wir seinen Koffer auseinandergerissen haben. Das fand ich auch ein bisschen witzig, so wie so ein Mob kam mir vor. Ja. Die großen Geheimnisse, ich hatte jetzt selber auch keine hundertprozentige Idee, wie ich euch da rausholen lasse. Ich dachte, mal gucken, was für Ideen ihr so kommt. Mhm. Ich sag mal, sterben wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, aber alles andere klang ganz interessant und ich fand die Idee mit der Uhr dann am Ende halt tatsächlich irgendwie sehr gut. Ja, ja, die war schlau, Fernando. Aber ich war wirklich kurz davor, da runterzuspringen von diesem Hausdach und mal zu schauen, was passiert. Hätte ich eventuell auch noch quasi gelten lassen. Aber so ein richtig offensichtlicher Tod wäre halt tatsächlich wahrscheinlich nicht gut gewesen. Ja. Das hatte wirklich... Ja, es war sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Und auch schön, mal in ein neues Regelwerk einzutauchen. Also vielen, vielen Dank. Ja, genau. Muss ich auch sagen. Danke. Und auch danke an alle, die zugeguckt haben, die im Chat aktiv waren. Ja, schön, dass vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, DocBarts holen wir schnellstmöglich nach, aber was ganz wichtig ist, wir haben nämlich schon am Dienstag das nächste Programm, da geht nämlich 50 Fathoms weiter unter der Leitung von Lars, das heißt Dienstag um 20 Uhr tauchen wir wieder ins Piraten-Setting ein und haben bekannte Charaktere und unbekannte Charaktere dabei. Und mittelbekannte. Nee, mittelbekannte nicht. Dazu gibt es aber natürlich auch nochmal alle Ankündigungen, aber das ist schon sehr, sehr bald. Darum tragt es euch jetzt schon in euren Kalender ein. Da sehen wir uns wieder. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugeschaut habt. Einen schönen restlichen Samstag wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Ciao. So, was machen wir jetzt? Ach, ich gehe einfach zur Pausekarte rüber. Die Credits stimmen sowieso nicht. Naja. Ciao. Tschüss.